Jerry Springer, 79, der ist gestorben. Jerry Springer, 79, der mit bürgerlichem Namen Gerald Norman Springer hieß, ist tot. Die traurige Nachricht bestätigt sein Sprecher gegenüber TMZ. Der legendäre Talkshow-Host sei Donnerstagmorgen, 27. April 2023, friedlich in seinem Haus in der Gegend von Chicago gestorben, sagt Jerry Springers Sprecher gegenüber dem Nachrichtenportal TMZ. Weiter heißt es, dass der 79-Jährige nach einer kurzen Krankheit gestorben sei. Der Moderator, der in den 1990er Jahren mit seiner Doc-Sendung The Jerry Springer Show für Furore sorgte, hinterlässt eine Tochter, Katie Springer, 47. Jerry Springer begann seine Karriere in der Politik. 1970 kandidierte er für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus, allerdings erfolglos. Ein Jahr darauf wurde er in den Stadtrat von Cincinnati gewählt. 1977 wurde er schließlich Bürgermeister der Stadt, damals war er 33 Jahre alt. Diesen Posten bekleidete er allerdings nur ein Jahr lang. Danach begann seine Laufbahn in der Politik zu stagnieren. Stattdessen arbeitete er anschließend mehr als 10 Jahre als politischer Reporter und Kommentator bei dem Sender WLWT-TV in Cincinnati. 1991 bekam Jerry Springer seine eigene Doc-Sendung, mit der er Geschichte schreiben sollte. The Jerry Springer Show, die in Chicago aufgezeichnet wurde, war die erste Doc-Show, die aufgrund ihrer brisanten Themen die Gäste zu Pöbeleien und körperlichen Angriffen verleitete. Die Sendung wurde bis 2018 ausgestrahlt. Verwendete Quelle: tmz.com.